In den Autowagen einsteigen, bitte du. Danke. Wir sind hier leider nicht erwünscht, weil Hunde schreckliche Wesen sind. Schwierig heute. Schwierig heute. Neuer Plan. Planlos in Den Haag. Die Dorade soll es jetzt richten. In Zusammenarbeit mit den Pommes. Einen wunderschönen guten Morgen vom Camping Schonenberg, glaube ich. Schonenberg, ja. Ja, wir haben uns hier gestern Abend noch schön im Schatten aufgebaut. Das war auch richtig angenehm. Gestern über 37 Grad im Schatten und wir sind echt viel in der Sonne gefahren und kamen dann hier an. So sieht das Ganze hier aus. War sofort richtig schön kühl. Der fühlt sich hier auch richtig wohl. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Naturcampingplatz, das ist das, was ich suche. Und wirklich mal wieder, ich bin jetzt in einem kleineren Ort, Beverig, weiß ich nicht, irgendwie so. Hier kostet dann halt auch der Campingplatz gleich wieder nur noch, weiß ich nicht, 13 Euro die Nacht. Also was halt wirklich okay ist. Ja, wir packen jetzt zusammen. Heute wird es wieder ziemlich heiß, so wieder 36 Grad oder sowas. Dafür gibt es morgen saftig Gewitter und Regen und Sturm und Unwetter. Mal gucken, was wir da machen. Jetzt geht es gleich weiter Richtung Haarlem und vielleicht noch bis Sandfort. Das ist die Formel 1 Rennstrecke und dann, ja, mal gucken. Ganz viele Kilometer werden wir heute auch nicht machen, weil es wird zum Nachmittag hin wieder super heiß. Ich habe leider meine Medizin- und Erste-Hilfe-Tasche bei meinem Freund in Amsterdam vergessen. Das heißt, die muss heute neu besorgt werden. Ja, das ist so die kleine Tagesaufgabe. Ja, und ansonsten gucken wir mal, dass wir mit der Hitze heute klarkommen. Hier bisher, hier geht es, ist auch noch so leicht bewölkt. Aber das wird sich ändern, das wird sich ändern. Wir packen jetzt zusammen. Kaffee ist schon getrunken. Zelt ist auch schon leer, muss nur noch abgebaut werden. Und dann geht er los. Die alle so wären, ne? Da kann ich ja sogar durchfahren mit meinem Gespann. Einkauf bei der Apotheke, Blasenpflaster, irgendwelche Cremes für alle Fälle, ein bisschen Pflaster. Richtiges Medikit habe ich jetzt noch nicht gekriegt, werde ich mal gucken, dass ich dann im nächsten Laden irgendwie so ein Mini-Erste-Hilfe-Set wiederhole. Just for the case, aber damit bin ich zumindest schon mal wieder fertig. Hundi ist glücklich, wir fahren jetzt weiter. Wir sind jetzt schon in Haarlem, glaube ich. Fahren wir jetzt mal irgendwie in die Stadt. Boah, dann geht's weiter. Und denen ist das wohl egal mit der Farbe der Ampel. Ich halte mich da dran. Ist so. So, Vani, einmal einsteigen, bitte. In den Autowagen einsteigen, bitte du. Danke. Ah, ich glaube, die Gebäude, die man da sieht, gehören schon zu Sandfort. Da fahren wir gerade hin. Das ist der Ort, an dem die Formel 1 Rennstrecke direkt am Meer ist. Wird mir wahrscheinlich wieder viel zu voll alles sein da, zu groß. Aber wir fahren da ja nochmal durch. Das habe ich gerade auch gemacht. Ich sah dabei nicht ganz so rattenscharf aus. War aber trotzdem sehr lecker.
Jetzt geht's zu Fuß da hoch. Die Wolke hat gerade ein paar Tropfen gegeben, aber wirklich nur ein paar Tropfen. Das Wetterradar sagt, nö, Regen gibt es heute nicht. Also, glauben wir das. Jetzt geht es gleich an der Formel-1-Strecke vorbei. Lass mal hier wieder alles abreisebereit machen. Piep, 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 piep. Das ist wichtig, dass es piept beim Rückwärtsfahren. Das ist heute auch schon mal so der erste Vorgeschmack aufs Alpenvorland, Mittelgebirge und wo es uns noch alles hin verschlagen wird. Ich glaube, so viele Höhenmeter wie heute gab es noch nie. Und das Dankbare daran ist, dass, was es hoch geht, geht es auch immer wieder runter und danach wieder hoch. Und das macht es eigentlich die ganze Zeit. Zwischendurch sieht es aber sehr schön aus. Dadurch ist das Auf und Ab zu verzeihen. Ja, jetzt haben wir alles. Da Sonne, von oben irgendwie Regen, wie auch immer er das schafft. Ich habe keine Ahnung, wie der Regen hier in Holland fliegt. Offensichtlich eine weite Kurve. Und Wind von vorne. Und Berg. Noch sind die 10 Minuten geil nicht um. Das ist noch ein bisschen geil. Also wirklich die Kombination von Sonne und Regen. Das kann jetzt so bleiben. Vielleicht schaffe ich es mit der Wolke. Nee, der Wind kommt ja von vorne. Dann wird die Wolke mich bald verlassen. Das ist dankbar so. So, machen wir in Nicht-Süd-Holland noch eine Pause, bevor wir hier die Grenze überschreiten. Einmal da auf die Düne gucken. Gehen wir mal den Berg hoch oder was, ne? Gehen wir mal den Berg hoch oder was? Dann los! Lauf den Berg hoch, schnell! Lauf ihn so schnell, wie du kannst hoch! Spring ihn, tanz ihn hoch! Ja, schöne Gegend hier. Tatsächlich mal richtig schönes Stück Atlantikküste. Wird jetzt auch in Portugal sein. Kilometerlanger Sandstrand. Da hinten ist Sandford noch mal zu sehen. Irgendwie habe ich die Formel-1-Strecke jetzt nicht gefunden, aber die wird da irgendwo sein. Aber deswegen muss ich die jetzt auch nicht sehen. Die gucken wir dann im Fernsehen an. Ja, dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen das Wellenschauspiel beobachten. Das solltest du nicht trinken, das ist salzig. Ja, ich habe gesagt, das ist auch salzig. Das schmeckt auch salzig. Das ist genauso. So mag ich das. Das ist mal ein Strand, der so voll ist, wie ich das mag. Erneute Planänderung. Ich habe Bock, an diesem Ort zu bleiben. Sieht ganz nett aus. So mittelgroß, würde ich sagen. Und deswegen geht's zum... Hier sind 3 Campingplätze insgesamt. Links auf Wildpart. Jetzt geht's zum etwas teureren und dann gibt's noch den super teuren. Die sind hier leider nicht erwünscht, weil Hunde schreckliche Wesen sind. Die sind hier auf diesem Platz nicht erlaubt. Ja, Plan B-Platz ist jetzt 9 Kilometer entfernt. Es ist jetzt auch schon 16:30. Bei vielen steht wieder dabei, ey, letzter Check-in 18 Uhr. Und es ist halt Ferienzeit, ne? Vielleicht war das nicht so schlau, an die Küste zu fahren. Jetzt rechts halten. Ja. Leider Königshof eher nicht. Also hier sind Hunde zwar generell nicht verboten, aber auf dem Platz, wo ich zelten könnte, da sind sie verboten. Sehr schade, würde ich sagen. Müssen wir den Hund aussetzen, ne? Nein, wir behalten den Hund. Ja, dann Versuch Nummer 3. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade, also einmal abgewiesen werden ist ja okay. Das zweite Mal innerhalb von einer Viertelstunde aus dem gleichen Grund. Dann fängt es dann langsam an zu nerven. So, Versuch Nummer 3 ist auch wirklich direkt neben einem Freizeitpark. Dementsprechend voll ist das und leider kein Platz mehr für mich und meinen Hund. Ja, es wird langsam knapp an Ideen. Also das könnte heute werden, so werden, dass wir uns irgendwo in die Welt legen. Das heißt, ich fahre jetzt noch
Ja, wahrscheinlich Richtung Den Haag weiter. Das sind noch so 10 Kilometer oder was. Und dazwischen ist viel Natur und gucken wir mal da, ob wir was Notmäßiges finden. Ein Campingplatz kommt jetzt auf dem Weg noch, den probiere ich auch noch aus, aber es ist jetzt auch genau 18 Uhr. Ja, das ist, ich kenne sowas ja von meinen Reisen mit dem Jeep, dass das nicht alles glatt geht und nicht jeder Schlafplatz sofort irgendwie cool ist. Aber mit dem Fahrrad ist es natürlich ein bisschen mehr Aufwand, wenn es nicht klappt und wenn man dann irgendwie jedes Mal noch 10 Kilometer weiterfährt. Heute wollte ich eigentlich 40 Kilometer machen, wir sind jetzt gleich bei 60 oder so. Ja, so ist das dann halt. Ja, jetzt erstmal wieder hier aus der Stadt raus. Schauen wir mal. Ich glaube, die Schlafplatzsuche hat sich gerade erledigt. Das hier sieht doch einladend aus, oder? Würde ich sagen. Und die Einladung nehme ich an. Ich habe noch Wasser, beziehungsweise da ist ja ein Fluss voller Wasser oder ein Wasser voller Wasser. Ich habe genug Essen, Hundefutter und ich bin auch heute genug gefahren. Machen wir das so. Barney hier. Und hier bleiben. Barney, sitz. Ah, das ist ja traumhaft hier. Gut, hier ist direkt ein Wanderweg in den See. Ah, das ist ein bisschen schade. Barney, hier. Na, der stand hier schon. Ist er vorbeigerannt. Und lauf. Okay. Der kleine Wanderweg stört mich, beziehungsweise ich störe, wenn ich mich hier aufbaue. Ansonsten wäre das genau hier perfekt. Harr. Der Plan ändert sich leider wieder. Hier wohnen nämlich diese Ameisen hier. Und die wohnen hier überall. Und die beißen immer den Hund. Der quiekt dann immer so. Der arme Hund, da wird er immer gebissen. Mich haben sie auch schon gerade gebissen. Und ich weiß nicht, rote Ameisen und beißen. Ist nicht so geil. Außerdem kommen hier doch sehr, sehr viele Wanderer vorbei. Ja, deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir hier im Nahbereich irgendwie noch eine Alternative finden. Ich habe zwischenzeitlich nochmal zwei Campingplätze angerufen, die ich jetzt noch erreichen könnte heute. Es ist immer das Gleiche, Hunde sind verboten. Also wirklich im Umkreis von 15 Kilometer habe ich jetzt jeden Campingplatz angerufen. Ja, ist natürlich toll. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Aber gut, ich wusste eigentlich, wenn ich hier in diese Ecke fahre, dass hier Urlaubsgebiet ist. Aber ich habe gedacht, das heißt einfach nur, dass ich unendlich viel Geld bezahle. Also mehr als irgendwie 30 oder 25 Euro die Nacht auf dem Campingplatz. Aber dass es ganz unmöglich ist, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Schwierig heute. Neuer Plan, planlos in Den Haag. Ich habe jetzt auch mal gecheckt, was es so an Hotels, Apartments, Unterkünften geben würde. Gibt es auch mit Hund erlaubt, kostet dann, ich glaube das billigste, was ich gesehen habe, waren 154 Euro pro Nacht. Nein, eher nicht. Ja, jetzt ist erstmal gerade ein bisschen Ratlosigkeit angesagt. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weg vom Meer, damit auch ein bisschen weg vom Tourismus. Das nächste Restaurant, was ich finde, werde ich missbrauchen, um meinen Magen zu füllen und auch die Batterie zu füllen, ja, also den Akku vom Fahrrad. Der lädt hinten im Kofferraum immer noch, aber ganz voll werde ich den nicht kriegen. Und wenn ich den im Restaurant noch mal eine Stunde dranhänge, dann habe ich den wenigstens wieder voll. Ja, und während ich dann so Nahrung in mich reinschaufel, machen wir dann so einen finalen Plan. Gucke ich mir bei Google Maps irgendwas aus, wo wirklich ich meine Ruhe habe, keinen störe und so weiter. Ja, oh, super. Was war das denn, Alter?
Alter, fassen. Hier Drempels, aber wie? Es ist, ja. Es ist knapp 21.30 Uhr. Die Dorade soll es jetzt richten. In Zusammenarbeit mit den Pommes und dieser Soße. Ja, ich lade jetzt ein bisschen Akku nach. Und dann habe ich mir jetzt einen Park in der Nähe, also in der Nähe ist auch nicht, es war noch 15 Kilometer außerhalb der Stadt ausgesucht. Da fahren wir nach dem Essen mal hin und dann bauen wir das Zelt auf und schlafen und dann ist gut. Und morgen ist dann das Ziel, erstmal raus aus dieser Region hier. Wieder rein ins Landesinnere, wo das da alles ohne Probleme möglich ist und nichts heißt, oh, Hunde sind böse. Oh. Naja, jetzt erstmal essen. Ja, also da es mir sowieso keiner glaubt, ich bin nicht so weit gekommen von dem Restaurant aus. Ich wurde jetzt von Leuten, die hier wohnen, in den Garten eingeladen. Das gibt immer eine Lösung, ne? Da fahren wir jetzt hin, dann bauen wir das Zelt auf, da schlafen wir. Der einzige Nachteil ist, ich muss morgen sehr früh aufstehen, so um 6 oder so, aber das mache ich ja sowieso. Umkehren auf Javastrat. So läuft das hier, ne? Es gibt also keinen Grund, panisch zu werden, wenn man mal keinen Schlafplatz findet. Der Schlafplatz kommt dann schon. Eigentlich war es mir klar, aber es ist trotzdem unglaublich.